Hallöchen meine Lieben und willkommen zu einem neuen Lost Post Opening Video. Ihr habt mir so viel Stuff geschickt, ich komme mit der Produktion gar nicht hinterher. Aber dann könnt ihr euch umso mehr auf die nächsten Wochen Lost Post freuen. Immer mal so mit ein bisschen Abwechslung zwischendurch natürlich, aber ihr werdet auf jeden Fall nicht auf dem Trockenen sitzen, was dieses Format angeht. Ich habe hier ein bisschen was. Es ist extrem schwer und ich würde sagen, wir fangen mit den Briefen an. Und ich bin gespannt, was hier drin ist. So ein kleiner süßer Brief. Vom lieben Christoph ist der. Kann ich jetzt im ersten Moment wie immer nicht zuordnen. Der liegt wahrscheinlich auch schon ein bisschen da. Aber schauen wir mal. Oh, sehr, sehr nice. Servus, Lini. Servus, das muss ich mir auf jeden Fall angewöhnen. Heute schicke ich dir die beigelegten Pins, da diese bei mir nur in der Schublade liegen würden. Danke nochmal, dass du im Stream der Card Buddies am 26.06. gute Karten rausgeholt hast. Zum Beispiel wohl Nona Wie. Dieser Stream war sehr unterhaltsam, genau wie deine Videos. Grüße aus Südbayern. Christoph, nice. Vielen lieben Dank, Christoph. Und hier hat er zwei super süße Pins, Mewtwo und Mew, aus den Pin-Kollektionen von Verborgenes Schicksal. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen lieben Dank, Christoph. Dann haben wir einen Brief. Ich habe Angst. Ich habe so Angst. Von... Leute, erinnert ihr euch daran? Erinnert ihr euch daran? An die beiden? Dann haben wir hier einmal... Das ist doch ein Troll! Das ist doch ein Troll! Das kannst du mir doch nicht erzählen! Also, ob die mir jetzt Pitora geschenkt haben. Ey, ist halt so gemein. Ich habe ein bisschen Angst. Aber lass uns mal ganz ohne Vorurteile reinschauen. Denn die beiden Lieben sind immer sehr, sehr großartig, was Online-Codes angeht. Sehr, sehr toll. Und es gibt einen super süßen Brief. Guck mal, mit einem Huthut und einem süßen Hornview. Hallo Lini, hier kommen wieder ein paar schöne Codes für dich. Wie die Bitora-Karten reingekommen sind, weiß ich nicht. Liebe Grüße, Lisa und Lex. Wow. Oh mein Gott, die beiden, ey. Ich mag ihren Sinn für Humor. Ist auf jeden Fall genau mein Humor. Oh. Hier haben wir auf jeden Fall allerhand Codekarten. Sehr, sehr geil. Ich freue mich da extrem drüber. Können wir eigentlich auch mal wieder, ne, so ein bisschen TCG online machen? Was? Offizielle DVB-Sammelkarte. Oh Leute, Fußball-Opening. Das ist ja mal ganz Neues. Komm Leute, das werden wir uns gleich gönnen. Wir haben hier auf jeden Fall noch ein paar kleine Karten. Da schauen wir uns... die schauen wir uns doch auf jeden Fall direkt mal an. Wir haben ein super süßes Evoli, noch ein Evoli, noch ein Evoli und ein wunderschönes Pitora. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. What? 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 Oh mein Gott, na klar. Thanatora darf natürlich nicht fehlen. Oh mein Gott, schaut euch diesen Bad Boy, Leute, gönnt euch den Code. Oh mein Gott, wow. Die sammelt ihr doch absichtlich, oder? Ich kann mir vorstellen, wenn die beiden Booster öffnen, Thanatora für Lini. Das war so geil. Aber ja, meine Lieben, vielen Dank. Ich danke euch sehr. Oh, komm, Leute. Offizielles Sammelkartenspiel 2020. Bundesliga, oder was ist das? Bundesliga? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich mit Fußball überhaupt nicht aus. Leute, seid ihr die Leute, die Fußball auch nur zu EM und WM gucken? Die Frage geht es an die Frauen, weil ich glaube, kein Mann guckt nicht Bundesliga, oder? Wen haben wir denn hier? Den Leon Goretzka. Kenne ich nicht auf jeden Fall. Ich kenne nur die typischen Deutschen wie Schweini, Poldi und so. Cuter Boy, aber leider kann er nur mit Pokémon punkten. Dann haben wir ein riesen Paket, das so groß ist wie ich. Von der lieben Lavinia. Wo ist meine Schere? Schere. Lavinia ist die großartige Supporterin hier auf dem Kanal, die uns drei Tinboxen zugeschickt hat von Entei, Suicune und Raikou. Sowie drei Pin-Kollektionen von Entei, Suicune und Raikou. Und letztes Mal zusammen mit den Raubkatzen auch noch eine Flamara, Aquana, nee, eine Aquana Blitzer Tinbox. Ich glaube, die beiden waren das. Wahnsinnig riesen Support. Ich weiß schon, was hier drin ist. Zumindest bin ich der Meinung, dass ich das weiß. Sie hatte das nämlich schon angekündigt und... Oha! Oh, what? Alles klar! Also auf jeden Fall haben wir hier
Die fehlende Flamara-Box zu den gerade erwähnten Aquana- und Blitzer-Tin-Boxen. Leute, freut euch auf ein großes Opening. Wenn alle Boxen da sind, es wird richtig, richtig cool. Mega, mega cool. Sind auch nicht mehr so günstig zu bekommen tatsächlich. Dann haben wir hier, oh mein Gott, das finde ich mega, 2 Themendecks, einmal Raikun, einmal Entei. Die Promokarten fehlen mir auch und schaut euch mal an, wie stark dieses Entei ist. Keine Ahnung, was für Karten da sonst drin sind, aber die lassen wir auf jeden Fall erstmal eingeschweißt. Vielleicht für irgendwelche Battles, Raikou gegen Entei, wer kann es mit wem aufnehmen, das wäre vielleicht ganz interessant. Dann haben wir hier die Box, von der ich wusste, und zwar eine, wie heißt die, Legendary, wie hieß sie auf Deutsch, ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall sehr, sehr cool, die werden wir definitiv in einem Random Boxen Opening mit unboxen, weil das ist ja auch schon wieder gefühlt Vintage hier mit, warte mal, was? Guckt euch das an, weil die Englisch ist, haben wir noch krassere Booster wie hier Protoshock drin. Wie genial ist das denn? Und ich glaube, das ist Turbo Fieber oder Turbo Start, ich bin mir gerade nicht so sicher. Aber mega geil, da freue ich mich richtig drauf. Leute, es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Wir haben, oh mein Gott, eine Karte. Nein, doch. Oh mein Gott, ist die schön. Schaut euch dieses Suicune. Oh mein Gott, das muss ich kurz rausholen. Was ist das denn? Die ist ja ein Traum. Schaut euch die mal an. Die habe ich ja noch nie gesehen. Die ist ja traumhaft schön. Oh mein Gott, da freue ich mich mega für meine Raubkatzensammlung. Geil, super. Wo hast du die aufgetrieben, Lavinia? Die sieht ja richtig cute AF aus. Oh mein Gott. Leute, es ist immer noch nicht vorbei. Was passiert? Oh mein Gott, nein. Okay. Uff, Leute, wir haben hier mehrere Boost. Oh mein Gott, was? Lavinia. Oh mein Gott, was ist das denn Geiles? Oh mein Gott, ich raste aus. Ich drehe hier völlig durch. Oh mein Gott. Oh. Oh nein, schaut mal. Oh mein Gott. Oh, ich sterbe. Gibt es geilere Artworks als die hier? Oh mein Gott, schaut euch an, wie großartig das ist. Oh mein Gott, Lavinia, ey, das ist so schön. Oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ey. Schaut euch das mal an. Für jeden Raubkatzenliebhaber wie mich plus Evolution-Fan. Gibt es was Schöneres als diese Booster? Oh mein Gott, das ist ein Traum. Ich versuche mal einen Oh mein Gott-Counter einzubauen. Mega! Oh mein Gott, ich hoffe, du bist mir nicht böse, Lavinia, wenn ich diese Booster für meine Raubkatzen-Favorites geschlossen halte. Zumindest erstmal. Vielleicht sitze ich irgendwann auf dem Trockner und sage, Leute, wir brauchen Stuff zum Öffnen und dann öffnen wir ein bisschen Vintage. Aber erstmal so wunderschön. Vor allem, weil ich überhaupt keine Vintage-Booster habe, außer jetzt dieses eine Base-Set-Booster, was ihr ja hoffentlich im letzten Lost-Post-Video gesehen habt. Ich bin absolut beeindruckt. Wow. Leute, das war noch nicht alles. Das war noch nicht alles. Hier kommt noch was richtig Krasses. Ich weiß nicht, wo sie das her hat. Aber es ist krass. Guckt euch das mal an. Oh mein Gott, das ist so cool. Oh mein Gott, Leute. Ich bin wie so ein kleines Kind. Schaut euch das mal an. What? Einschmelzendes. Oh mein Gott. Das ist ja wohl der Oberhammer. Lavinia, wo hast du das her? Schaut euch mal dieses geile Portemonnaie an. Das ist mega. Habt ihr schon mal so ein Portemonnaie gesehen? Also ich nicht. Uff, Alter. Ey, ich wusste nur von der Flamara-Box, obwohl ich das schon wieder verdrängt hatte irgendwie, und von der Yoto Legendary-Kollektion mit den Raubkatzen. Aber dieses Paket hat ja wohl alles getoppt. So viel... Oh Gott, ey. Das war mal ein ordentliches Raubkatzenpaket, würde ich sagen. Oh mein Gott, Lavinia. Vielen, vielen lieben Dank für dieses Wahnsinnspaket, für diese Wahnsinnsgeschenke. Absolut Liebe und Ehre geht an dich raus. Vielen, vielen, vielen Dank. Das war jetzt sehr schnulzig. Aber es muss sein, es muss sein. Ich bin einfach so gehypt. Danke. So, meine Lieben. Und ich habe ein bisschen Angst vor dem, was jetzt kommt. Und zwar hat der gute Erik, der ein oder andere... erinnert sich vielleicht daran. What?
Paket geöffnet. Ein Paket geschickt. Und ich habe letztes Mal aus Schock völlig vergessen, diese Booster zu öffnen. Das Baseline-Booster habe ich mal beiseite gepackt. Das werde ich erstmal aufheben für schlechte Zeiten, sag ich mal. Also für schlechte Zeiten, wenn ich kein Material mehr für Videos habe. Aber ich denke mal, die werden wir gleich auf jeden Fall öffnen. Und wir werden in dieses Paket hier reinschauen. Ich weiß nicht, was da drin ist. Es liegt hier auf jeden Fall schon ein paar Wochen, weil ich nicht dazu gekommen bin, das aufzumachen. Aber das wird jetzt definitiv nachgeholt. Okay, Leute, das Paket ist auf. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ich habe es so geöffnet und euch angeguckt dabei. Und jetzt gucken wir mal rein. Oh Mann, wow. Ja, moin. What? Okay, Leute, wir haben ein bisschen Stuff zum Öffnen. Das werden wir definitiv in ein paar Videos aufteilen können. Oh mein Gott. Okay, Leute, passt auf. Wir haben erstmal... Wir haben erstmal zwei Deckboxen. Richtig cool. Mit Shiggy und der klassische Pokéball. Schon mal sehr, sehr stark für eventuelle Decks. Man weiß ja nie. Oha. Dann haben wir sehr, sehr geil ein paar Sleeves. Denn meine gehen gerade sowieso dem Ende entgegen. Deswegen sehr, sehr cool. Endlich wieder Nachschub für neue Pulls. Leute, passt auf. Dann haben wir ein Hot Water Team Deck aus Base Set 2. Sehr, sehr stark. Falls ihr noch nicht das erste Team Deck Opening gesehen habt, was es ja hier auf diesem Kanal tatsächlich gab, schaut da auf jeden Fall vorbei und gerne mal eure Meinung, ob ihr Bock habt, dass wir das öffnen. So ein bisschen Vintage, bisschen die alten Karten, bisschen nochmal gucken, was da für eine Strategie hinter steckt, weil ich finde, die alten Themendecks hatten so eine spielbare Basis, sag ich mal. Klar, ist alles ein bisschen länger gedauert, weil du nicht so voll viel Damage gedrückt hast, aber du konntest jedes Pokémon gut einsetzen und nicht so wie heute, dass du auf eine Karte zielst und dann musst du diese Strategie durchziehen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr darauf nochmal Bock hättet auf so ein Opening. Da haben wir hier zwei Booster, einmal Schwert und Schild und Bund der Gleichgesinnten. Ich würde doch sagen, das ist doch eine ganz schöne Basis hier, dass wir diese Booster auf jeden Fall mal zusammen öffnen werden hier. Es hört noch nicht auf, Leute. Es hört nicht auf. Oh mein Gott. Dann haben wir eine Mythical Collection, Mystic Kollektion aus dem 20-jährigen Jubiläum von Pokémon. Falls ihr euch erinnert, die haben wir aufgemacht. Zwei Boxen bisher und die Hits waren da. Also Leute, es wird auf jeden Fall ein Boxen-Opening geben. Ich weiß noch nicht, wie ich die zusammen verpacken werde, aber es hört noch nicht auf. Wir haben auch noch einen Blister, aufziehende Sturmröte. Und das kommt auch super für mein Random Blister-Opening. Können wir super damit einbauen. Der Erik ist ein absoluter Ehrenmann. Dann haben wir noch eine schimmernde Legenden-Zoroark-Box. Wer weiß, vielleicht öffnen wir die jetzt gleich auch. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, würde ich sagen. Ne? Können wir zusammen mit dem Booster ein bisschen Shiny Luck vielleicht? Wir haben eh ein schimmerndes Legenden-Booster hier drin. Why not? Und dann haben wir noch zwei Tinboxen. Einmal Memeon und einmal Ho-Oh. Aus dem Jahr 2017 und aus dem diesjährigen Jahr, soweit ich weiß. Ja, ganz genau. Und sehr, sehr cool. Damit fällt mir mit Sicherheit auch ein sehr, sehr gutes Opening ein. Leute, jetzt werden wir auf jeden Fall aber endlich mal ein paar Sachen von dem guten Erik aufrippen. Letztes Mal war ich ja sehr geschockt und hab's vergessen. Vergessen, die Sachen aufzumachen. Aber das holen wir jetzt auf jeden Fall nach. Ich werde mal kurz die Pinbox befreien. Schaut euch diese wunderschöne Zoroark-Promo an. Wunderschönes Galaxy-Foil. Und Leute, gönnt euch den Zoria-Code. Sagt Danke an Erik. Danke, Erik. Und wir werden uns jetzt mal ein paar Booster anschauen. Und zwar starten wir mit Bund der Gleichgesinnten. Kann ja nicht sein, dass ich in einem Lost Post Video immer vergesse, die Sachen, die ihr mir schickt, auch auszupacken. Klar, ich kann nicht alles öffnen, es wird den Rahmen sprengen. Es ist wirklich krass, aber ihr werdet diese Boxen Stück für Stück... Oh mein Gott, ein Somnivora! Guck mal, wie süß! Ihr werdet die Boxen auf jeden Fall Stück für Stück in Videos wiederfinden. Und ich werde es dann sowieso auch nochmal erwähnen, von wem die sind. Wir haben ein süßes Bummels mit einem, wie heißen sie denn noch? Mit einem Knospi im Hintergrund. Tarnpignon, Grammokless, Magnetilo, Relikant Reverse. Und ein Hooper in Holo. Der Packlack ist auf jeden Fall schon mal da. Sehr nice. Dann haben wir hier einen Schwert- und Schildbooster. Schauen wir mal,
ob er hier echt Packlack eingepackt hat. Why not, ne? Bisher war ganz gut. Auch das Booster-Sturm-Amphirament, was wir im letzten Lost-Post-Video geöffnet haben, war auch eine Holo drin. Kickalo, hopp, Pokémon 3.0, Maracamba, Pikachu, Galamauzi, Thermopod, Volley, Chillabell Reverse und ein Humanolith, das neue Signature-Pokémon von den Capris. Dann haben wir jetzt ein paar schimmernde Legenden-Booster. Oha, Leute, ziehen wir das Tank Mewtwo? Das wäre insane. Aber ich habe das Gefühl, immer wenn ich sowas ankündige, wie ja, ziehen wir das, dann ziehen wir es irgendwie sowieso nicht so, als würde man es vergraulen. Arbok, Superanziehungskraft, Chris, Visaknosp, Flunschlick, Kanimani, Flamiau, Felilu, Zekrom Reverse, sehr stark und ein Hooper in Holo. Oh, hey, Hooper und Hooper, sehr, sehr cool. Mewtwo, komm Mewtwo, bist du hier drin? Oh, so ein Shiny. Ich finde die Shinies ja so großartig, ne? Okay, was ist das denn hier? Das sah sehr, sieht sehr eigenartig aus. Okay, Leute. Ja, machen wir mal. Oh, Leute. Wir haben auf jeden Fall irgendwas Schickes, irgendwas Glitzerndes, ein Venufliebes, Impergator, Zoroa, Flamiau, Baldorfisch, Knilz, Golbit, Arbok Reverse und ich weiß nicht, ob ihr es seht. Nein, seht ihr nicht, aber es glitzert insane. Und ein Entei! Yay! Passend zu Lavinias Paket. Sehr, sehr cool. Dann haben wir noch ein Mewtwo. Das sind, glaube ich, by the way, gerade auch die Booster aus der Pin-Kollektion, die ich gerade mit geöffnet habe. Und schauen wir mal, was uns hier erwartet. Wieder ein Arbok. Pokémon-Züchterin. Lilly. Barmelin hatte keine Lust. Zurokex, Volteball, Rettern, Pikachu, Ramot, Falter für Dennis Reverse. Oh, okay. Auch lang nicht mehr gesehen. Zoroa, sehr, sehr stark. Wow, ich würde mal sagen, die Pinbox hat auch gegönnt, ne? Zwei GX-Boxen. Das muss eine Pinbox erstmal schaffen. Die sind ja nicht so bekannt für Packlack, sag ich mal. Und das Booster aus dem letzten Lost Post Opening, was er da mit reingelegt hatte, das schauen wir uns jetzt an. Fee. Nö, Pflanze, okay. Hyperball, Kleopatra, Ramot, Zoroa, Plusle, Bisasam, Bisaknosp, Flunschlick, Marshadow Reverse und ein Iveltal Holo. Okay, Leute, jetzt wird's Vintage. Jetzt geht's. Ja, okay, Hidden Fates ist nicht Vintage, aber Hidden Fates ist einfach genial. Oh, ich freue mich so auf dieses Hardgold Source Event Fesselt. Pass auf, mein Lieben, pass auf. Wir schauen mal, ob Evolution uns einen Hit beschert. Oh ne, Ups, das muss ich rauspiepen. Oh mein Gott, ich habe es versemmelt, glaube ich. Rokkos, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Lamus Geistesbund, Magma, Volteball, Flumanda, Zigda, Volteball, Nebulak, Raupi, Kokuna Reverse und ein Yugong. Okay, ich hab's vermasselt, es tut mir sehr leid. Hidden Fates! Öffnen wir jetzt einfach, weil wir Hard Gold zu Silver Vintage zum Schluss aufbewahren. Definitiv. 4 nach vorne. Es sieht so random unterschiedlich aus, die Farben. Und gucken wir mal, was die englischen Booster so können. Wir haben einen Rossana, ein Magma, Rokkos Durchhaltevermögen, Kleinschein, Tragosso, Evoli, Pipi, ich habe einen Frosch im Hals, Anton, yo, den Fisherman Friends, oh mein Gott, den Angler, wie gut, oh mein Gott, sehr, sehr cooler Pull, den haben wir auch noch nie gezogen, noch nie haben wir den selber gezogen, habe ich natürlich schon, denn es fehlt nur Capufala Gold, aber sehr, sehr cooler Pull und noch ein Mewtwo dahinter, ich würde sagen, der Erik, der kann auf jeden Fall, der hat das Packlack am Start. So, meine Lieben, last but not least, ein wunderschönes Hard Gold Soul Silver Entfesselt. Ein wunderschönes Set. Ich möchte es gar nicht aufmachen. Aber kommt, Leute, ein bisschen Vintage-Action. Theoretisch könnte ich es auch sammeln, ne? Und dann mal so ein ganzes Vintage-Booster-Opening machen. Mache ich beim nächsten Mal auf jeden Fall. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, ob ich mal so ein paar Sachen aufheben soll, um dann später ein größeres Opening zu machen. Ich glaube, 3 nach vorne. Guck mal, da gab es noch nicht mal einen Online-Code.
Genau, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Lust drauf hättet, dass ich dann so, wenn seltene Sachen mal kommen, dass wir die dann sammeln und dann mal ein größeres Vintage-Opening machen. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Wir haben ein Pupita. Was das ist, weiß ich gar nicht. Ein Tauros. Ein Plus-Power steht da ja so. Ich dachte gerade, das ist ein englisches Booster. Barmelino, schaut aber, diese Karten sehen so alt aus. Aber es ist so der Stil von denen gewesen. Es sieht so genial aus. Ein Riolu. Ein Mankey. Venufliebes. Super süßes Vulpix, oh mein Gott. Ein Lavitan Reverse. Und ein Stalos. Leider kein Pull aus diesem Booster. Aber immerhin ein paar alte Karten gesehen. So, meine Lieben, aber ich glaube, wenn wir jetzt noch mehr aufmachen, dann wird das Video zu lang. Und wir wollen ja auch noch ein bisschen Content fürs nächste Lost Post Video. Deswegen werde ich das zweite Paket von Erik im nächsten Video öffnen. Zusammen mit noch einem anderen Paket, was mittlerweile angekommen ist. Ihr seht, ich hänge etwas hinterher. Vielen, vielen lieben Dank für diese Wahnsinns Lost Post heute. Das war absolut Brain Beep. Also, ne, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, außer vielen, vielen, vielen lieben Dank für diesen Wahnsinns-Support und für diese wundervollen Überraschungen. Also, ich fühle mich wie Geburtstag und Weihnachten zusammen. Das ist wirklich absolut insane. Vielen lieben Dank, meine Lieben. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Unterstützt dieses Format auch mal mit einem Like nach oben. Sagt auch mal Danke an die lieben Sponsoren hier, an die lieben Zuschauer, die das hier möglich machen, dass wir sowas Tolles sehen können und auspacken können. Und ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ciao!